wir machen mit dem Publikum die Nummer. Und das Publikum muss mitmachen an der Stelle, wo es dann auch weiß, dass es mitmachen muss. Ihr müsst bloß reagieren. Ja? Okay. Also jetzt. Let's shake it. Hören, Andreas Leclerc.
Jahre. Und jetzt sage ich dazu heute bei seinem leider letzten Konzert. Maxim Torbutrus. Ja, das tut uns allen auch leid, so ein Wehmutstropfen am Ende, aber wenn Sie jemanden kennen, die Stelle ist demnächst frei. Wenn Sie jemanden kennen, der das da so halbwegs ersetzen kann, wir könnten dann einen gebrauchen. Leider will er nicht. Aber er hat seine Gründe. So, und jetzt lassen Sie mich noch ein Wort verlieren. Ich habe gewusst, dass dieser Abend schön wird. Ich habe mich auch total gefreut. So viele Leute auf die Bühne zu kriegen, so viele Sänger mit der Big Band, braucht einen ganz schön langen Abend Vorbereitungszeit. Also die logistische Vorarbeit war manchmal echt kompliziert. Die hatten ja auch nicht alle Ewigkeiten Zeit, mit uns zu proben. Jeder hatte maximal 2 Proben, wo er das Ding 2-mal durchsingen konnte und dann geht das hier auf die Bühne. Ich muss sagen, ich finde es grandios. Es sind ja keine Profis. Weder die Sänger noch die Leute, die hier spielen auf der Bühne. Und ich verneige mich davor, was hier geleistet wurde heute Abend. Also wir werden so ein Konzert nicht alle 2 Wochen machen können, weil wir sagen, der Aufwand ist einfach sehr groß, sowas vorzubereiten. Aber irgendwann, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, irgendwann werden wir es bestimmt wieder machen. Und deswegen habe ich als letzten Titel für heute den Titel Respekt gewählt. Nicht wegen, ja natürlich wegen Respekt vor allem, klar. Aber weil, das spielen wir heute als Instrumentaltitel, aber ich habe schon die Gesangsfassung bestellt. Nächstes Mal gibt es den auch als Gesangstitel. Respekt!